Hallo und herzlich willkommen auf meinem kleinen Ausdauersportkanal für verschiedene Sportarten und Formate. Ich bin der Peter und damit kann es auch schon losgehen. Heute ist Allerheiligen, der 1.11.2024, also Feiertag in Rheinland-Pfalz. Und da habe ich mir gedacht, gönne ich mir eine längere Tour. Das heißt, es geht heute von Bad Sobernheim nach Bingen. Der Teil von Bad Sobernheim, des nahe Radweges bis quasi zu seinem Ende. Die ersten Kilometer bin ich gelaufen für meine Strickranerei, damit ich das schon mal abgehakt habe. Und dann wird es eigentlich nur noch Wandern geplant. Und das Wetter, naja, es ist bewölkt, vielleicht wird es noch was heute, dass ein bisschen die Sonne rauskommt. Keine Ahnung, kalt ist es nicht, es ist eher angenehm. Und jetzt bin ich kurz vor Staudernheim. Und dann, ja, sehen wir einfach mal, wie es läuft. Oh, man sieht im Hintergrund, wie sonnig es doch bei uns in der Gegend hier ist gerade. Es dürften so insgesamt heute 45 Kilometer rauskommen. Was ich ganz gut finde, ist, dass man mir den Weg abtrassiert hat, damit ich mich nicht verlaufen kann. Ich denke mal, das wird schon so bis Bingen am Rhein, am Rheinufer, wo ich da hin will, schon so sein. Da muss ich mich einfach nur in der Bahn hier aufhalten. Super! So, wir sind jetzt hinter Boos. Und also was mir wirklich auffällt heute, das ist, dass wahnsinnig viele Läufer und Radfahrer unterwegs sind. Das kenne ich aus den letzten 2-3 Jahren gar nicht so. Es ist wirklich totaler Betrieb auf dem Radweg. So, eigentlich habe ich weder Hunger noch Durst, aber wir wollen ja nicht nur mit den Füßen, sondern auch mit dem Kopf laufen. Und wir wissen ja, dass wenn der Durst erstmal da ist, es eigentlich zu spät ist. Und da das ja noch etliche Stunden sind heute, mache ich jetzt mal eine kleine Verpflegungspause. Und da wollte ich euch noch was zeigen. Achtung! Hier ist ja wirklich, gehört wohl zu Boos, ein kleiner Rastplatz an der Nahe. Und was schon heutzutage fast unglaublich ist, da ist ein Mülleimer dabei. Also manchmal ist man ja ewig auf der Suche nach sowas und trägt seinen Müll kilometerweit mit sich. Und es gibt auch Plätze mit Bänken und Tischen, wo einfach so ein Teil fehlt. Also das ist jetzt wirklich mal top. So, und was gibt's? Vermutlich werde ich mich für einen Riegel entscheiden. Und dann habe ich heute Morgen noch einen Schlumpf und Wasser in den Mixer getan und mir hier ein Getränk vorbereitet. Das haue ich mir jetzt rein. Mahlzeit. So, jetzt kommen wir gleich in den Bereich der Domäne. Das heißt, wir sind schon kurz davor. Das ist dann eigentlich auch das einzige Teilstück mit erwähnenswerten Höhenmetern. So, was die Höhenmeter angeht, war es das so ziemlich. Der Rest ist nachher eigentlich, wenn ich jetzt gleich wieder unten bin, auf dem Niveau von der Nahe. Keine Erhebungen mehr. Und ja, ist halt der nahe Radweg. Führt dann an der Nahe entlang bis Bingen und dann schauen wir mal nach dem Rhein.
Bergbau in Niederhausen liegt hinter uns. Ich hatte noch gefilmt, wie ich über die alte Holzbrücke gegangen bin. Beziehungsweise ich dachte, ich filme, habe aber nicht gedrückt. Egal, ich gehe jetzt aber nicht mehr zurück. Und das war mal, vielleicht ist es das auch noch, eine Wendepunktlaufstrecke von der LC80, die hier ihren Werner Beisiegel Gedächtnislauf in Bad Münster ausgetragen haben. Hier haben wir gleich mal einen Blick auf den Roten Fels, eine vor etwa 290 Millionen Jahren durch an die Erdoberfläche drängende und dort erstarrende glühende Magma entstandene 200 Meter hohe und fast 1200 Meter lange Steilwand bei Bad Münster. Der Roten Fels ist das höchste Felsmassiv Deutschlands außerhalb des Alpenraumes und ein äußerst anspruchsvolles Kletterrevier. Er wird von einer Sektion des Deutschen Alpenvereins betreut. Kilometer 23. Wir sind jetzt in Bad Münster. Jetzt ist noch ein Katzensprung bis ins Salinental Bad Kreuznach und dann ist auch eine anständige Verpflegung erstmal erforderlich. Läuft. Wir wandern durch das Kurgebiet von Bad Münster-Amstein-Ebernburg. Es entstand ab 1820 und eine Kette von Parkanlagen vom Kurpark hier reicht bis in das Salinental in Bad Kreuznach und bildet eine zusammenhängende Parklandschaft. So, und wir sind im Salinental bei Kreuznach. Es läuft echt gut. Zügig unterwegs, alles im Zeitplan. Denn hier haben wir jetzt mal eines der Gradierwerke, die zusammen eine Länge von 1,1 Kilometern haben und jeweils 9 Meter hoch sind. An diesen gewaltigen Heckenwänden rieselt beidseitig Sohle, also Salzwasser, herab. Und wenn man sich dann eine Zeit lang dort aufhält, merkt man auch, dass es, wenn man sich mal über die Lippen leckt, sehr salzig schmeckt. Diese Anlage bildet Europas größtes Freiluftinhalatorium. So, das war jetzt perfekt. Gerade als ich dachte, wir könnten mal was Warmes gebrauchen, steht da wirklich, wie soll ich sagen, ein Pop-up-Kaffee. Sehr nettes Gespräch mit dem Mann und das Ding bringt mich jetzt weiter. Schöner großer Kaffee, Milch und Zucker. Top. Weiter geht's. Ja, das ist immer noch das Salinental. Hier sieht man von den Kreuznacher Kanuten eine Trainingsstrecke, vielleicht auch eine Wettkampfstrecke.
Hier geht es jetzt durch das Kurviertel von Bad Kreuznach und anschließend die Innenstadt. Aber da habe ich jetzt erstmal nichts gefilmt, weil ich echt keine Lust hatte, die ganzen Gesichter und Kfz-Kennzeichen zu verpixeln. Und danach auf der anderen Seite von Bad Kreuznach habe ich dann wieder angefangen zu filmen. Ja, man merkt wirklich erst, wie lang sich Bad Kreuznach so dahin zieht, wenn man zu Fuß durchläuft. Ich bin jetzt kurz vor der Pfingstwiese. Ich gehe mal davon aus, dass der Jahrmarkt mittlerweile abgebaut ist. Und ja, was soll ich sagen? Es läuft. So, das geht weiter. Nächste Station, Bretzenheim. Die Füße sind der Meinung, es reicht, aber das nutzt uns hier jetzt nichts. So, nächstes Etappenziel. Bretzenheim ist erreicht. Größte Sehenswürdigkeit der Gemeinde ist die Felseneremitage, eine wohl schon in der Vorzeit entstandene und ganz in den Fels eingehauene Kultstätte, die in frühchristlicher Zeit eine Umwidmung erfuhr. Leider habe ich nur die beiden Fotos hier, die ich 2021 aufgenommen habe. Nicht spektakulär genug, um der Anlage gerecht zu werden, aber immerhin. Googelt das ruhig mal und besucht den Ort, wenn ihr in der Nähe sein solltet. Also wie es immer so ist, irgendwas zwickt hier immer. Und jetzt sind es halt die Fußgelenke. Jetzt habe ich mich entschieden, mal ein paar Kilometer so zu machen, dass ich 500 Meter laufe und dann wieder 500 wandere. Das ändert mal die Belastung und ich merke auch jetzt schon beim ersten Durchgang, dass da eine Verbesserung eintritt. Schauen wir mal, wie sich's entwickelt. Also, die Umleitung vorhin habe ich zwischenzeitlich gesehen, stand auf dem Schild, war wegen Hochwasser. Da habe ich dann schon mal die Spur verloren und ja, aktuell bin ich mir nicht sicher, dass ich noch auf dem richtigen Track, also auf dem Radweg bin, weil es könnte sein, dass ich in Grolsheim hinter mir, wer möglich, eine Abzweigung verpasst habe. Aber ich laufe jetzt mal hier auf dem Rad- und Wirtschaftsweg weiter und guck mal, was da vorne kommt. Aber das wäre blöd, weil es wird jetzt hinten raus komischerweise eh immer länger. Wenn jetzt ein paar Kilometer wegfallen würden, wäre das eigentlich besser. Also langsam stelle ich mir die Sinnfrage und da sind wir der Anfang vom Ende. Und eine aktuelle Meldung von der Strecke. Ich bin wieder auf dem Nahradweg. Passt alles. Sind noch so etwa 7 Kilometer. Die kriege ich, denke ich, noch gut hin. Allerdings dadurch, dass ich heute Morgen so spät loskam, 3 Stunden später als geplant, könnte es halt sein, dass es dann anfängt dunkel zu werden oder vielleicht schon dunkel ist, weil es geht jetzt unter Umständen relativ flott. Aber wichtig ist,
wir sind wieder auf dem richtigen Weg. Und es ist wie vermutet, es wird langsam dunkel. Aber ich habe nur noch so 3,5 Kilometer, sollte kein Akt sein. So, noch 2,2 bis Bingen Zentrum. Lassen wir uns mal überraschen. Jetzt wird es langsam Zeit für was Richtiges zu essen und zu trinken. Wahnsinn. So, gleich bin ich am Rheinufer. Hat sich doch ganz schön gezogen alles. Aber war okay. So, ich hab's geschafft. Ich bin am Rheineck, an der Rheinpromenade und drehe mich mal rum. Hinter mir, wie man ja mehr oder weniger sieht, nee, ist der Rhein. Ich wollte früher hier sein, aber war halt nicht. So, jetzt gehe ich mal an der Promenade entlang und gucke, wo die Family ist. Hat sich auf jeden Fall gelohnt heute. Die Strecke war gut, das Wetter war okay. Die Füße meckern ziemlich. Aber da muss ich mir einfach mal Ersatz für die guten alten Schuhe suchen, die es nicht mehr gibt. Da wird sich was finden. Aber grundsätzlich war das eine tolle Sache heute. Und ihr wisst ja, jetzt seid ihr dran. Geht raus, bewegt euch, tut was für euch.